dass Jelzin doch geliebt wird, trotz alledem. Zeitgleich zur Rede lässt Boris Jelzin heute in Grosny den Präsidentenpalast niederreißen, das Symbol des tschetschenischen Widerstandes gegen ihn. Welche Kräfte zerren an diesem Mann? Russland und dem eigenen Charakter gerecht werden, einsamer Visionär und ganzer Kerl, Zar, Rebell, vieles birgt er in sich, Boris Jelzin. Die Wurzeln. 1. Mai-Demonstration in Sverdlovsk, das heute Jekaterinburg heißt. Jelzin ist junger Parteisekretär in der wichtigen Industriestadt. Es sind die frühen 80er Jahre. Die kommunistische Partei hat noch unangefochten das Machtmonopol. Boris Jelzin zeigt den vorschriftsmäßigen Schwung, er macht Parteikarriere, aber schon damals ist er kein Ideologe, sondern Pragmatiker. Sein frischer Geist fällt bald auch in Moskau auf. 1985 holt ihn Gorbatschow in die Hauptstadt. Es ist die Zeit von Glasnost und Perestroika. Schon bald geißelt der Mann aus der Provinz den Schlendrian und die Korruption hinter den Fassaden und wird dafür zum Querulanten abgestempelt. Das Querdenken ist die Qualität, die Jelzin an die Spitze gebracht hatte. Das meint der Sozialpsychologe Leonid Gosman, ein Demokrat, der wie viele inzwischen Jelzin gleichzeitig ablehnt und respektiert. Einem typischen sowjetischen Bürokraten war es immer Wurst, wie die Leute zu ihm standen. Für ihn war nur wichtig, wie seine Chefs zu ihm standen. Für Jelzin dagegen war von Anfang an das Volk wichtig. Und weswegen? Weil er mehr Leben in sich hatte, als etwa seine Kollegen im Politbüro. Er war einfach lebendiger. Nachdem er bei Gorbatschow endgültig in Ungnade gefallen ist, verzichtet der kaltgestellte Kritiker auf Dienstwagen und andere Privilegien, will so leben wie der Durchschnitt. Er stellt sich gegen das rote Establishment. Und er versucht im Alleingang das Regime politisch herauszufordern, von ganz unten mit den Menschen. Jelzin kandidiert für den Volksdeputiertenkongress. Seine Basis, alle, denen die Versprechungen von Gorbatschow nicht weit genug gehen. Ein Kandidat zum Anfassen, rau, herzlich, ein russischer Kerl zum Kämpfen bereit. Und die Sache, um die er kämpft, ist eine neue Gesellschaft ohne Kommunisten. Kurz nach seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten der sowjetischen Teilrepublik Russland wagt Jelzin den endgültigen Befreiungsschlag. Er tritt aus der kommunistischen Partei aus. Schande, Schande rufen die Deputierten, doch beim Volk steigen Jelzins Beliebtheit und Glaubwürdigkeit. Juni 1991. In der Nähe seiner Datscha wartet er auf das Ergebnis der ersten freien demokratischen Präsidentschaftswahlen auf dem Boden der Sowjetunion. Wie so oft geht Boris Jelzin allein der Herausforderung entgegen. Dann der Triumph. Die Vereidigung zum Präsidenten. Jelzin ist nun die Nummer zwei in der Sowjetunion und anders als sein Rivale Gorbatschow ist der Bauingenieur aus Sverdlovsk demokratisch legitimiert vom ganzen Volk. Als kurz darauf im August die Panzer der Generäle und Betonkommunisten gegen Gorbatschow rollen, da ist es Boris Jelzin, der zum Widerstand aufruft. Am Weißen Haus, seinem damaligen Amtssitz, nennt er den Versuch, die Uhren zurückzudrehen mit dem richtigen Namen. Einen reaktionären, verfassungsfeindlichen Putsch. Der Putsch misslingt. Boris Jelzin hat, und das ist typisch für ihn, alles auf eine Karte gesetzt, auf sich selbst. Er steht vor der ganzen Welt als mutiger Demokrat, als Volksheld da. Diese Szenen der Euphorie klammern jedoch etwas aus. Boris Jelzin findet Geschmack an der Macht. Und er lernt, Alleingänge zahlen sich aus. Er sieht eindeutig glücklich aus. Tausende, die seinen Namen skandieren, die ihn anfassen möchten. Das ist gerade das, was er braucht. Ich möchte aber betonen, dass er schon in dieser Phase ziemlich kalt und brutal gegenüber seinen Mitarbeitern war. Er konnte Menschen fallen lassen und sich nie wieder an sie erinnern. Er war undankbar, kein Mann der Kompromisse oder Geduld. Oktober 93. Hauruck-Lösungen werden Politik. Mit Waffengewalt löst er das feindliche Parlament auf.
Er kann, so scheint es, mit Widersprüchen, mit komplizierten politischen Prozessen anders nicht fertig werden. Unter den verhafteten Oppositionellen sind auch viele ehemalige Weggefährten. Der Oktober 93, der Sündenfall des Hoffnungsträgers Boris Jelzin. Da rollt ein Autokrat in den Kreml. Die demokratischen Berater und Freunde kommen immer schlechter an den Präsidenten heran. Eine Clique von sogenannten Stiefelträgern schottet ihn ab, garantiert gleichzeitig sein politisches Überleben. Die wichtigste Figur, Alexander Korsakow, Chef der Leibwache und Freund aus alten Tagen, einer der Kreml-Falken. Jelzin vertraut ihm total. Die vielen Militärs, Sicherheitsleute und Hofschranzen schirmen ihn ab, auch von der Wirklichkeit im Lande, so heißt es. Die von Jelzin geschaffene Verfassung erlaubt ihm eine ungeheure Machtfülle, auch die mit Hilfe seiner Vertrauten am Parlament und am Kabinett vorbeizuregieren. Gut, wer am Hofe Jelzins Tennis spielen kann. Der damalige Außenminister Kozyrev, Korsakow, Verteidigungsminister Gratschow. Der sportbegeisterte Präsident lässt sie alle antanzen. Und sie kommen, denn am Rande des Sportplatzes wird auch Politik gemacht. Männerbündelei. Hier entstehen die Karrieristen des Postkommunismus. ...1994 Deutschlandbesuch. Dem Westen wird der Herr des Kreml unheimlich. Mit wem haben sie es noch zu tun? Immer deutlicher treten seine Schwächen hervor. Seine Gesundheit ist belastet und über seine Alkoholprobleme wird offen spekuliert. Hat er noch die Kontrolle? Manche Auftritte sind peinlich. Boris, du bist hier in einer der ältesten europäischen Landschaften. Der Europäer Helmut Kohl will Russland in die europäische Sicherheitsarchitektur einbinden. Denn der Kanzler wird nie vergessen, wie zuverlässig eben dieser Jelzin den Abzug der russischen Truppen aus Deutschland vollzog. Immer wieder versucht Kohl, Russlands Ängste um die verlorene Stellung in der Welt zu beschwichtigen. Herbst 94, KSZE-Vollversammlung in Budapest. Der geostrategische Konflikt zwischen Ost und West spitzt sich zu. Clinton befürwortet eine Ausdehnung der NATO nach Osteuropa. Jelzin reagiert sofort und er redet Klartext. Wollt ihr nach dem Kalten Krieg nun den Kalten Frieden? Wisst ihr, was das für einen demokratischen Kurs in Russland bedeutet? Die Töne aus Moskau werden bedrohlich. Er mahnt den Westen, es ist wichtig, niemals zu vergessen, Russland muss man mit Sie anreden. Das hatten offensichtlich die Tschetschenen vergessen, als sie es wagten, die Unabhängigkeit zu fordern. Dezember 94. Jelzin schickt seine Armee in den Kaukasus. Zehntausende verlieren ihr Leben. Sind sie wirklich gestorben, damit Russland nicht auseinanderbricht? Oder um den Machterhalt eines Einzelnen im fernen Kreml, der einen äußeren Feind braucht? Als der herzkranke Boris Jelzin das Land vom Krankenhaus aus regiert, gehen Schockwellen durch die Welt. Kann ein nicht mehr Gesunder die Verantwortung für eine noch nicht gesunde Gesellschaft tragen? Ist Boris Jelzin in Wirklichkeit nur noch ein schemenhafter Kremlverwalter? Viele sagen, er hat das Land nicht mehr unter Kontrolle. Und doch gehen die Parlamentswahlen im Dezember fair und frei über die Bühne. Wenn auch mit einem Wahlsieg für die Kommunisten. Jelzin sieht sein Lebenswerk, das neue Russland, in Gefahr. Er, der Antikommunist, fühlt sich noch einmal herausgefordert. Nein, sie werden den Reformkurs nicht stoppen. Die tschetschenischen Terroristen vor Pjerwomaiskoje sind eine weitere Herausforderung. Jelzin findet keinen politischen Dialog, er schickt seine Panzer. Die Kriegerpose will nicht ganz gelingen. Während der gesamten Krise wirkt er uninformiert, von der Lage überfordert, nur zu brutalen Lösungen fähig. Den Journalisten spielt er vor, wie die russische Armee aufräumt im kleinen Dorf. Doch die angekündigte intelligente Befreiungsaktion wird zum weiteren Desaster. Jelzins Popularität sinkt noch weiter ab, Gesichtsverlust fürs Land und für seine Führung. Seit über 4,5 Jahren regiert Boris Jelzin im Kreml. Er hat das alte Sowjetsystem überwunden
und den Weg freigemacht für das neue Russland. Sprechen wir von seinen Leistungen. Die Menschen in den Großstädten, noch nie hatten sie so viele Möglichkeiten, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Eine neue, oft schwerreiche, leistungsorientierte Schicht ist entstanden. Warenknappheit, das war einmal. Alles ist zu kaufen, wenn man im Privatsektor arbeitet. Boris Jelzin garantiert diese Freiheit. Medienvielfalt. Auch weiterhin wird die Meinungsfreiheit nicht ernsthaft angetastet. Presse und Fernsehen sind noch mächtige Kritiker. Boris Jelzin garantiert diese Freiheit. Überall im Lande werden Kirchen renoviert oder neu gebaut. Die Suche nach Sinn, nach Religion, nach Moral ist durch nichts behindert. Die Obrigkeit erweist der Orthodoxie ihre Reverenz. Vielleicht auch deswegen, weil nach dem Niedergang des Kommunismus ein Vakuum in den Herzen zurückblieb, das nun andere Werte füllen sollen. Boris Jelzin garantiert diese Freiheit. In den verschiedenen Stationen seiner politischen Karriere hat Boris Jelzin eben der Öffentlichkeit seine verschiedenen Ichs mal besser, mal schlechter präsentiert. Natürlich ist er Präsident Russlands, der der Welt versprochen hat, dass der Kommunismus niemals zurückkehren wird, kein Demokrat im westlichen Sinne. Er hat nicht das Gefühl, dass die Einhaltung von demokratischen Prozessen wichtig sind für die Stabilität, für das Gedeihen unseres Landes. Er glaubt eher an einen weisen Führer, an eine starke, energische, humane Persönlichkeit und dafür hält er sich. Für Überraschungen ist der Kremlherr immer gut. Er schätzt den persönlichen Kontakt und hat in der Begegnung von Mensch zu Mensch manche Krise beendet, die er vorher angezettelt hat. Ein russischer Mujik, ein ganzer Kerl. Kein Intellektueller, sondern einer, der sich von seinen Leidenschaften davontragen lässt. Politik als Instinkt, das Geheimnis der Ära Jelzin.